Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS17 Mining Construction Version V09 mit Freezy und Tiger. Hallo. Hola, moin. So, wir haben den neuen JCB hier noch drauf. Wer will, kann noch ein bisschen baggern. Ich bin erstmal satt hier. Ich bagger. Okay. Oder wolltest du gerade Tiger? Dann kannst du natürlich gerne. Alter, machen. Wir hatten die ganzen Dinger hier runtergefahren. Ja, ich dachte. Nee, das war meine Schuld. Ich dachte, du hast hier schon was dick reingefüllt. Deswegen habe ich gedacht. Die Dinger befüllen, den Tailing verkaufen, den Sand abgeben, dann hätten wir nämlich schon die Produktion am Starten. Oh, sag bloß, der ganze Zement ist jetzt wirklich weg. Ach Mann. Ja. Ist leider so beim Bock zurücksetzen, dass der Inhalt leider weg ist. Tiger, ich lasse den einen Trecker hier stehen mit dem Deichsel-Anhänger. Ja. Den fahre ich hoch. Sag mal so Bescheid, wenn du so 50.000 Liter Riversand hast. Sind jetzt. Bei 19.000. Ja, ich kann erstmal hier den Scanner beladen, wenn der hier unten stehen bleibt. Hey, hau ab mit dem Scheiß. Schmeiß mal jetzt hier Riversand 2 rein, ne? Ja, nicht in den. Warum nicht? Kannst du den so abkippen? Ja. Okay. Aber wie beladet man hier generell? Ja, mit dem Radlader dann wieder. Sicher? Oder halt ein Förderband holen. Oder das. Dann hole ich mal ein Förderband. Ups. Dann hole ich mal ein Förderband. Kann man einen am Förderband mieten, bitte? Jo. Ja. Okay, mach mal. So, Mr. Mining hat den Plan am Schlüssel. The Rizzle und wir sind die Blabs, die hier die Arbeiten ausführen. Ich höre jetzt ein Förderband, Mr. Mining. War heute einer im Stream und sagt so, Freezy, ob ich von dir Lack bekommen hätte. Ja. Oh, ich sag so, nö, wieso? Alles gut. Alles. Weil der Günther so tüchtig ist? Ja, hat er geschrieben. Mhm. Ja, irgendwie kommt das mittlerweile merkwürdig rüber. In Mining bist du voll dabei, in der letzten Folge Force bist du voll am Arbeiten. Macht mal das jetzt langsam Druck, dass du mal vernünftig spielen sollst oder was? Und ich sitze da. Ich so, naja, Alter, ich wollte selber das so machen. Ja, finde ich gut. Und dann die anderen, ja, finde ich auch gut. Kein Problem, Leute, kriegen wir hin, ne? Jo. Ist keine Probleme. Keine Probleme, Leute. Ja. So. Wir rollen eine Förderband, Förderband, Förderband. So, Nostalgie hatten wir ja auch schon ein bisschen was aufgenommen, ne? Im Voraus, ja. Glaube ich sogar. Ja. Das ist gut. Oh, Samstag haben wir volles Haus, ey. Samstag hatten wir volles Haus, wenn ihr die Folge seht, Leute. Wir nehmen gerade hier zum Donnerstag auf. Und Samstag hatten wir volles Haus, ja. Meine Fresse, ey. Ganze Family da. Samstagabend. Oh. Warum? Einweihung oder was? Jo. Wieso sind wir nicht eingeladen? Ja, doch, ich und Hitcher sind. Obwohl ich glaube, ich habe es von hier aus, glaube ich, gar nicht mal so weit gesagt, ich glaube. Ja, sagst doch Thüringen ist von Ne, aber sagst doch Thüringen ist ja nicht wirklich wahr. Tiger. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Tiger. Ja. Tiger. Geh mal ins, wenn du bei Leipziger bist, geh mal ins Nova Eventis. Kennst du den Nova Eventis? Bei Leipzig. Sagt mir jetzt gerade. So ein riesen Einkaufshaus, ey. In der Mitte nur Fresse, ey. Der ist. Ich gehe da. Ich was? Würde. Alter. Was ist da mit zu fressen? Ich will. Nein. Ich würde fressen schon, sagt. Die haben auf der einen Etage. In der mittleren Etage haben die.
wo du halt am Mittag essen gehen kannst und alles. Ach so, das ist wie bei uns Oberhausener Zentrum. Ja, und da gibt's halt alles, vom Nordsee über Pizza, ja. Döner, ach, da gibt's einfach alles, Mac'ens, Burger McDonald's, King. McDonald's ist da wahrscheinlich auch drin, oder? McDonald's, Burger King, alles. Ja, das haben wir hier in Oberhausener Zentrum, haben wir das auch. Eine ganze Etage, nur Fressmeilen, Alter, Burger, Pizza. Ich weiß ja mal gar nicht, was ich essen soll, wenn ich dort bin. Ja, ohne Scheiß. Das sitze ich auch und so, aha. Chinese, Mongolite, was weiß ich, was da alles rumrennt, ey. Das ist ja genauso, wenn du auf Leipziger Hauptbahnhof ankommst, denkst du auch von wegen, oh geil, ich muss was essen. Ja. Warum würde ich mit ihr essen? Du ja auch alles. Ich bin einmal von der Gamescom mit dem Zug zurück und hatte so einen Hunger, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte, ne? Ey Junge, bei der Deutschen Bahn zahlst du dich dumm und dämlich für ein Brötchen. Für ein beschissenes Brötchen mit Käse, Alter. 3 noch was, ne, 2 noch was war das, 2,20 oder so, ey. Ich denke, was? Das ist eine Gewinnspanne von fast 1000%, ey. Kostet ein Brötchen. Ich hab mir ja ein. Pass auf, ich hab mir einmal. Backen ja, Käse bei Lidl 1 Euro, ey. 1,35 Euro zahlst du für 10 Brötchen, ey. Ach. Und 1 Euro für Käse. Da sind 10 Scheiben drin. Du kriegst 10 Brötchen belegt. Mr. Küchenchef kalkuliert gerade, Leute. Hört richtig gut zu, ey. Andere kommen gar nicht mehr zu Wort. Es geht ums Essen. Ja, aber ich hab mir einmal im Zug, hab ich mir eine 0,5er Pepsi damals geholt, ne? Weiß nicht, was kostet die? 50 Cent im Laden oder so, keine Ahnung. Bei Don't Knopf. 2,50 €. Ja. Ja. Da wird zugeschlagen, ist normal. Genau wie die Preise auch für Gamescom, Alter. Ja, das ist aber schon mehr wie frech. Also hier ist Wasser 3 Euro oder 4 Euro oder was? Ja, nicht nur das, auch der Typ, der uns die Brezel anleiern wollte. Ja. Wo ist denn eine Brezel? 5 noch was. Brezel, Alter. Eine fucking Brezel. Da kannst du, und mit Käse überbacken, wie teuer war die? 6 Euro noch was. Da ist doch, ja, hallo. War die so teuer, echt? Ja, 4 Euro, ein paar gequetscht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, da hast du noch gesagt, was? So viel? Ja, das ist eine gute Brezel, die beste Brezel auf der Gamescom, hat ja, gesagt. Ja. Und du hast dann gesagt, naja, wir kommen später nochmal wieder. Irgendwas, keine Ahnung, hat er da gelabert. Wenn ich alle verkauft habe, kann ich Feierabend machen. Ja. Na, die waren bestimmt mit Bild hier Blattgold belegt oder so. Auf jeden Fall, ja. Irgend sowas. Auch die Brötchen mit Wurst, Alter, finde ich eine Frechheit eigentlich. Gamescom wird immer frecher, das stimmt. Also das ist, vor allen Dingen, wenn du überlegst, für wen das ist, ne? Es ist ja, wie viele Kinder da auch sind und alles. Gibt's, ich meine, also manche, ich weiß, diese Standmieten sind extrem teuer. Ja. Aber es ist doch trotzdem, es ist doch eine Frechheit. Aber das Gute ist, was wir ja dieses Jahr schon mal festgestellt haben, dass den Merch, wie die Tassen und diese Funko Pops, die kaufen wir jetzt immer am letzten Tag, Alter. Dann hauen sie nämlich raus. 2 für 15 Euro oder was tun die, labern die da immer? Ja. Haben wir auch die 3 Funko Pops, haben wir 15 Euro oder so was für bezahlt für uns drei da. Ja. Das stimmt, ja. Also Merch kannst du da am besten am letzten Tag kaufen. Das ist normal. Ja, wenn nicht am letzten Tag. Ja, am vorletzten Tag, ne? Ne, warte mal, wann waren wir dann im Merch? Freitag oder Samstag? Weil Samstag sind wir ja abgereist. Ja, dann war das Freitag. Hm. Auf jeden Fall haben wir das günstiger gekriegt. Ja, ja. Habe ich mir auch die 2 Dragon Ball Shirts geholt. 2 Stück 10 Euro. Vorher waren die 21 Euro. Ich mache halt auch jedes Mal den Fehler, auf der Gamescom wieder T-Shirts zu kaufen. Weil es ist einfach die unterirdischste Qualität, die es gibt. Ja, das Ding ist, die drucken die da vor Ort, ne? Nee, die T-Shirts. Nicht der Aufdruck, die T-Shirts. Die T-Shirts sind einfach dermaßen billig. Das ist jenseits von Gut und Böse. Das ist Schrott, das ist Müll, was die dir da verkaufen. Guck mal, die verkaufen das T-Shirt für 20 Euro und die kaufen das T-Shirt vielleicht für 2 Euro ein oder so. Ja. Auch, dass dir die Goldkiste nicht runterfällt, ey.
Alles klar. Junge, lass mich in Ruhe. So. Was sagt er denn zum LS19 Trailer? Oh. Oh ja. Wie gesagt, für mich sagt er irgendwie noch nichts aus. Und es ist halt ein Cinematic Trailer, das ist halt das Problem. Also der Trailer ist quasi. Den kann man. Ja, ist halt da. So. Jo. Jo. Haben wir hier das Dings drauf eigentlich, das Extension? Nee. Oh lol. Okay, sicher? Ja. Habe ich die draufgepackt, weiß ich jetzt. Meinst du die Game Extension, meinst du? Ja. Ja. So, 95.000. hat's gegeben für die erste Fuhre Gold. Ja, auch nicht schlecht. Mhm. Gate. Ja, wie viel war da drin? Die war doch nicht voll, oder? 100. Naja, voll, nee. 120 oder so, keine Ahnung. Wo ist der LKW? LKW ist hier. So, okay, LKW ist voll. Wo soll der hin, Mr. Mining? Ich will hier nichts falsch machen. Was hast du denn da? River Sand 2. Kannst du direkt zu mir fahren? Zu zu dir? Nach ja, Hause? Willst du pflastern oder was? Ja, auch. Denton Bakery. Wo ist denn das? Hier da, wo ich gerade bin, auf der Map. Die Stadt. Die Bakery. Ja, da was ist das denn? Da, nee, was? Hä? Ganz bescheuert, oder? Ah doch, ja, Denton Bakery, da wo ich gerade bin, gegenüber von der Bäckerei. Mhm. Okay, da komme ich jetzt dorthin. Wartest du eben auf mich? Ja. Dass du nochmal das Material nochmal überprüfst, bevor ich es dort einfülle? Ja. Nice, wenn du den Riversand hier hinbringst, dann läuft die Produktion. Bring mal rüber, Alter. Ja, bin dabei, ja? Ich muss rumstressen, Mann. So, ich komm. Ja, ich seh's. Boah, die Einfahrt, ey. Ich hätte ihn noch ein bisschen kleiner gebaut. So. Hier, wo ich stehe, muss das hin. Hier. Was? Da soll das hin? Ja, hier, hier, hier rein. Mann. Das ist eine Organisation in diesem Drecksstall hier. Kann er sich gleich vorher sagen? Sie wissen doch, dass ich mit einem großen LKW komme. Kann er nicht vorne einer an der Einfahrt stehen? Ohne einweisen? Sagen gleich rückwärts. Das ist das letzte Mal, dass ich die Baustelle hier anfahre, Kollegen. Jetzt werde ich meinen Chef melden. So, komm Glotz rein hinten, Junge. Passt das so? Kann ich abladen? Kannst du abladen, alles okay. Kommst du mal bitte vor an die Fahrerseite? Oh. Gib mal die Papiere. Ja, hier, Papiere unterschreiben, sonst lasse ich ja gar nichts ab. Ja, hier, unterschreib bitte. Ja. Abkippen. So, ja, geht los, bleib ruhig, Mann. Hetz mich nicht. So. Alles da rein? Alles rein. Oh. So.
Wunderbar. Okay, schönes Wochenende. Jo, dir auch. Mach's gut. Ja, grüß deine Frau, meine Kinder. Mach ich. Spasti. Vollidiot. Unten drunter waren alles Kieselsteine. So. So, konkrete haben wir jetzt, ne? Ja, konkret, Alter! Wo bringen wir denn dann die konkrete hin? Konkrete? So, sehr schön. Aber mein lieben Frau. Holy shit. Alter, ich bin im Mischturm. Alter, ich bin im Mischturm. Du kannst ja voll reingehen, ne? Ist kein Scheiß. Jetzt? Ja. Das ist ja geil. Hier wird gemischt, Junge. Ah, nice. Ja, guck's dir mal an, ey. Hier wird alles eingefüllt. Oh, hier müssen wir mal zuschweißen, hier ist ein Loch drin. So, na gut, aber in diesem Sinne, meine lieben Freunde, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Bis dahin. Ciao. Tschüss.